Wunderbar, dann starten wir. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Spielvereinigung unter Haching und dem Halleschen FC. Endstand 2:0. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer hier oben, Srito Ristić und Marc Unterberger. Ihnen wünschen wir natürlich trotz alledem alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Und natürlich auch begrüßen wir auch alle anwesenden Journalisten. Der Gast hat bei uns das erste Wort, ihr Fazit zum Spiel. Ja. Hallo erstmal und vielen Dank für die Glückwünsche. Vorneweg, ja, Glückwunsch zum verdienten Sieg. Wir wussten genau, was auf uns zukommt. Ich glaube, dass wir das Spiel ganz gut begonnen haben, dass Unterhaching sehr gut verteidigt und dass die Sierra kein großes Risiko eingehen wird, war uns ja klar. Dass die sehr gut verteidigen auch und das Spiel hat mehr oder weniger von Fehlern gelebt. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit eine bessere Spielanlage hatten eigentlich auch alles unter Kontrolle, haben mehr Ballbesitz, aber jetzt nicht zwingend geworden sind, weil eben Unterhaching sehr gut verteidigt, sich in jeden Ball reinschmeißt und was die überall auf dem Platz es schafft, auch zu doppeln. Trotzdem hatten wir ein paar Freischüsse, glaube ich, ein, zwei Hereingaben und einen Abschluss aus 18 Meter vom Heinsperger. Und dort man halten muss. Wir haben so gut wie nichts zugelassen und haben das in der Halbzeit nochmal besprochen, dass es kein bisschen anders werden darf, dass wir kein Risiko eingehen müssen, noch nicht, dass wir mit Sicherheit zu Chancen kommen. Und es ist, glaube ich, in der 49. oder 50. passiert. Wir machen einen unnötigen Fehler, dass man das ausnutzt. Und dann war es natürlich sehr, sehr schwer, das Ganze nochmal zu verändern. Wir wollten mit Sicherheit auch deutlich schneller Fußball spielen, aber der Platz war ja ein bisschen trockener mit Sand und das ist dann auch schwierig für uns. Aber man muss einfach sagen, dass Unterhaching ist einfach cleverer beim hinten rausgespielt hat, dass sie da nur eine oder andere Chance hatten. Wenn du mehr investieren musst, ist ja klar. Trotzdem, wir haben einfach in der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht und der Gegner hat das dann ausgenutzt. Von daher geht der Sieg in Ordnung und wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Und aus der wir jetzt neu präparieren und hoffen natürlich eine zahlreiche Unterstützung in unserem Stadion, um die Punkte zu Hause zu lassen. Daniel, vielen Dank nochmal und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Marc, ich übergebe dir das Wort. Danke für die Glückwünsche von mir auch noch. Alles Gute zum Geburtstag. Ich finde es sehr gut zusammengefasst. Wir wussten, was mit Halle auf uns zukommt. Die viertbeste Offensive, was machst du? Schaust, dass du gut verteidigst, dass du ihre gefährlichen Achter, ihre Dreierspitze vorne nicht zur Entfaltung kommen lässt. Wollten ihnen bewusst den Ball geben. Ich glaube, war auch im Ballbesitz sicherlich deutlich für Halle, aber alles in Zonen, die für uns nicht gefährlich waren. Sind bewusst einen Tick tiefer gestanden. Wollten in der ersten Halbzeit schon auf Konter spielen, weil wir da uns schon was erhofft haben, ist aus verschiedensten Gründen. Und der Hauptgrund war dann tatsächlich das Gegenpressing von Halle, das Umschalten von Halle und die Galligkeit von Halle, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich nur defensiv hervorragend stattgefunden haben und nach vorne gar nicht gekommen sind. Ich glaube, wir haben nicht einen Torschuss gehabt. Halle zumindest ein oder zwei halbgefährliche Aktionen geht dann am Ende nach den 45 Minuten verdient in die Pause. Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir wollen auf alle Fälle weiterhin zu Null spielen. Im schlimmsten Fall geht es heute 0-0 aus. Wir halten Halle auf Distanz, machen auf Mannheim nochmal den Punkt gut. Wenn wir es schaffen, unser Offensivspiel ein bisschen besser zu machen, zwei, drei, vier Pässe mal am Stück auch miteinander zu kombinieren und vor allem mehr Tiefenläufe haben, dann haben wir uns schon was ausgerechnet. Und meiner kam 49. Minute Tiefenlauf von Keller, der dann den zweiten Ball aufschnappt und dann ähnlich wie gegen Fern mit links, jetzt bei dem Kerl mit rechts selten geklappt, aber mit links scheint es bei ihm ganz gut zu klappen, das 1-0 macht. So, und dann wissen wir, wenn wir 1-0 führen, wir spielen zu Hause, der Gegner muss kommen, das ist für uns eigentlich, ja, schöner geht's nicht, schöner geht's nicht. Machen dann das 2-0 und dann waren wir uns eigentlich auch relativ sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden, haben dann noch eine Aktion, die René Vollert aus dem Kreuzig holt. Da hätte es nochmal gefährlich werden können. Ansonsten finde ich eine sehr, sehr gute Leistung meiner Mannschaft, den Matchplan von A bis Z umgesetzt, belohnt worden. Zwei junge Spieler heute, die das Spiel für uns entschieden haben, beide Jahrgang 2004.
ich bin einfach stolz zu sehen, was in dieser Mannschaft passiert, welche Prozesse stattfinden, wie die Jungen immer besser werden, wie die Erfahrenen auch dann mal akzeptieren, wenn sie nicht von Beginn an ran dürfen, wenn sie ausgewechselt werden. Das zeichnet uns einfach aus und das ist ein Riesenteil von dem Erfolg, den wir gerade haben und ja, da, wo wir herkommen. Wir haben oft drüber gesprochen, die 37 Punkte, die sind einfach, die tun richtig gut und jetzt wollen wir so schnell wie möglich schauen, dass wir 45 haben. Ich möchte auch bitte gar keine anderen Fragen heute in Richtung Relegation oder sonst irgendwas. Wir wollen 45 eintüten und von da an dürft ihr mich dann gerne alles fragen, aber bis wir die nicht haben, sind wir so wach in der Liga, weil echt alles passieren kann. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Ich glaube, dass Halle noch einige Punkte holen wird mit der Art und Weise. Sveto, ein Kompliment dafür, du hast es angesprochen, spielerisch die bessere Mannschaft, definitiv ja. Nicht umsonst zu viele Tore auch geschossen. Da wird noch einiges passieren, da werden noch viele Überraschungen auf uns zukommen. Damit möchten wir nichts zu tun haben, haben wir heute einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber auch nicht mehr. Vielen Dank. Kommen wir zu euren Fragen. Wer möchte starten? Lene. Robert Frank vom Kicker und Merkur. Ich frage dich nicht zu 45, sondern zu 49, nämlich zu der Nummer 49, Rückennummer 49. Was hat dich heute dazu bewogen, ihn da spielen zu lassen? Es hätte ja auch andere Optionen gegeben. Ich meine, wir sind reingegangen mit Außenverteidiger, Duo Bauer und Schwabel, Bauer links, Schwabel rechts. Es ist Schwabel sehr, sehr oft ausgefallen. Bauer hat sich früh in der Saison eine schwere Knieverletzung zugezogen. Da haben wir die erste Option Weidner hinten links, der das hervorragend gemacht hat, aber der auf der 6 einfach nochmal mehr Wert hat. Wir haben jetzt die letzten Spiele Max Lambi hinten links gehabt, der eine unglaubliche Entwicklung genommen hat seit Beginn der Winterpause bis jetzt, der leider krank geworden ist. Wir hatten letzte Woche Maxi Welzmüller auf Außenverteidiger gelernt, der Sechser, der Schwabel ersetzt hat. So, jetzt kam heute Schwabel zurück. Welzmüller auf links haben wir heute in dem Spiel einfach nicht gesehen, weil Tempodynamik und was Halle im 1 gegen 1 drauf hat mit ihren drei Spitzen, war uns einfach nicht passend genug. Deswegen haben wir uns für die mutige junge Option entschieden, Nils Ortel, der kein gelernter Linksverteidiger ist, der sich rechts um einiges wohler fühlt, der heute, ich glaube, sind heute zwei sehr, sehr gute Spieler aufeinander dann getroffen. Eitschberger ist oft auf Ortel getroffen. Ich finde, dass beide einen guten Job gemacht haben. Ortel dann mit dem Tor sicher, ja, wie er sich mutig in den Konter einschaltet. Das ist halt so, wenn du jung bist, dann bist du auch manchmal frech. Das kann auch schief gehen, wenn er den Ball verliert und Halle kontert. Und so kann auch andersrum rausgehen. Aber dieses junge, freche, mutige, sich nichts scheißen, sagt man Bayern, das ist heute einfach belohnt worden von ihm. Das ist sehr ungewöhnlich, dass ein linker Außenverteidiger in einem Konter aus einer halbrechten Position ein Tor macht. Aber Gott sei Dank hat er es gemacht heute für uns. Die Mannschaft war sehr dankbar. Okay. Weitere Fragen? Nicht? Wunderbar. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise und allen anderen noch einen schönen Abend. Dankeschön.